Und damit, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange ist es her. Wahrscheinlich haben manche darauf gewartet, dass ich wieder was hochlade. Heute ist es soweit. Vielleicht interessiert das manche überhaupt nicht. Aber für alle, die die Roblox spielen, die können ja mal vorbeischauen. Ich habe ein Spiel entwickelt in Roblox. Ich bin immer noch dabei. Ich werde auch weitermachen. Da sitze ich jetzt schon seit einigen Tagen dran. Tag und Nacht. Und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht auch den ein oder anderen finde, der vielleicht was mit dem Spiel anfangen kann. So, weil mir macht es auch jetzt schon eigentlich ein bisschen Spaß. Auch wenn es noch nicht viel gibt. So, also wir sind quasi in so einer Art Jurassic World, nur anders. Deswegen habe ich das Spiel The Jurassic Land genannt. Fragt mich nicht. Also übrigens, Facecam gibt es heute nicht. Weil ich mir gedacht habe, in diesem Video brauche ich keine Facecam. Ja. Man hat hier diese Jurassic World Jeeps stehen, mit denen kann man rumfahren. Das mache ich jetzt auch mal. Ah, perfekt. So, und dann habt ihr ja schon gesehen, der flippt ein bisschen rum. Das werde ich noch machen, aber diese NPC-Programmierung ist für den ein bisschen schwierig. Ja, der kann uns wegkicken. Wenn wir im Auto sind, sind wir so zu 99% irgendwie geschützt. Manchmal passiert das, dass man trotzdem getötet werden kann. Wenn ich jetzt aussteige und zu dem hingehe und ich unter seinem Maul bin, dann tot. Und irgendwie schlägt er mit seinem Schwanz überall gegen. Aber ja, bringt halt nichts. Ich will mein Auto wieder haben, auch wenn hier neue stehen. Ja, das ist eigentlich so der T-Rex. Ja, gut. Ich programmiere halt noch nicht lange, aber es ist schon relativ aufwendig, das so Spiele zu programmieren. Deswegen, bin schon stolz auf das, was ich gemacht habe. Auch wenn der sich jetzt irgendwie verrückt im Kreis dreht. Das ist wirklich, das ist, also der T-Rex hat die schlechteste Programmierung. Das hat aber was damit zu tun, dass deren Hitboxen eigenartig sind. Gut, jetzt, ja, gehe ich mal weiter zu meinen, boah, ich weiß gar nicht, Favoriten oder Zweitfavoriten. Auf jeden Fall finde ich das ganz toll, und zwar, das ist das Gehege von den Velociraptoren. Wir haben hier drei Stück. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen Stapel wieder irgendwo haben. Nö, da ist einer. Hier ist einer. Und da ist einer. So, und zwar bei den Velociraptoren kann man drauf springen. Ich würde es niemandem empfehlen. Warte. Ja. Ich würde. Oh nein. Ja, genau das soll nicht passieren. Aber das passiert manchmal. Niemals von der, also so wie ich es gerade gemacht habe, niemals von der Seite drauf gehen. Einfach halt drauf springen, weil dadurch vermeidet man Bugs und guckt mit ein bisschen Glück. Wenn man es richtig macht, dann entbuggt es sich auch wieder. Ja, ich kann euch kurz, alles klar, kurz erklären, warum es diesen Bug gibt. Auf jedem Dino ist eine kleine Sitzfläche, und wenn man sich dieser Sitzfläche nähert, wird man draufgesetzt. Mit Leertaste kann man wieder runterspringen oder am Handy mit dieser Springtaste. Und ja, die Dinos sind halt auch wie Menschen, nur dass sie halt vom Computer gesteuert werden, und dadurch können die sich auch aufeinander stellen. Sagen wir es so, es ist ein witziges, witziger Bonus. Ansonsten, ja, wie ihr schon gesehen habt, die können hier ein bisschen durch die Gegend laufen, sind, ja, ich würde mal sagen, realistisch schnell von, alles klar. Gut. Tot. Ja, wir spawnen hier immer auf dem Helipad. Wir haben ja noch eine kleine Höhle. Ich kann euch verraten, damit werdet ihr, falls irgendjemand mal spielen wird, habt ihr damit Vorteile, und zwar wird es hier später so ein, etwas zum Freischalten geben, was euch helfen wird. Ich kann es noch nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln wird. Kommt immer darauf an,
wie meine Möglichkeiten so sind. Weil ich bin jetzt definitiv kein Profi. Ich könnte jetzt keine Frage beantworten, wie was. Also ja, nur leichte Fragen. Ja, ansonsten habt ihr schon gesehen, dass es noch Early Access, Version 1.01. Und hier hat man Update Logbook, da sieht man immer, welche Version es schon seit der Early Access gab. Und bei der 1.00 ist natürlich das, was schon vor der Early Access aus der Entwicklungsphase, was weiß ich, technischen Alpha oder so war. Das ist hier mit drin. Grob zusammengefasst die Map, die Dinosaurier, die Programmierung und der Game Pass. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Aber alles okay. Und jetzt halt im Update, was ich danach rausgehauen habe, gab es dann das Logbook, das man hier betätigen kann. Dann halt, das ist auch neu, dass man sich auf die Raptoren setzen kann. Und ich habe noch ein bisschen optimiert, ein paar Bugs behoben. So, ich musste die, also vor allem die, es ging bei dem Update besonders um die Raptoren, weil die immer umgespackt haben. Die sind immer in den Boden reingebackt, habt ihr ja gerade schon mal gesehen. Aber jetzt ist es definitiv nicht mehr so häufig. Und man, wenn man es weiß, wie es geht, dann passiert es auch nicht. Wenn man von oben auf die Raptoren drauf springt, dann passiert es nicht. Also ist mir noch nicht passiert, so von oben. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, ich habe hier meinen Lebensbalken. Der normale von Roblox ist deaktiviert. Und also übrigens, hier ist in derselben Farbe wie dort markiert, welche Version es gerade ist. Ja, könnte man sich eigentlich vorstellen, immer die unterste und ja, da steht es auch. Trotzdem fand ich es ganz hübsch so. Und ja, mein Spiel hat auch einen kleinen Shop. Man kann sich den Indoraptor kaufen als Zutritt für unpassend, aber okay. Ja, da seht ihr es auch schon. Ich bin Owner, deswegen besitze ich dieses Pack natürlich. Und zwar wird dadurch das Tor. Ist da noch jemand? Ja. Okay, der PC-Spieler, merke ich schon daran, dass er Auto fahren kann. Die Autos können nur von PC-Spielern gefahren werden. Das ist im Moment noch so. So, also ihr könnt das Tor zum Indoraptor aufkriegen. Das ist da hinten, das zeige ich euch gleich noch. Und ihr kriegt im Chat diesen Team Indoraptor VIP-Namen. Ja, ich finde, das ist schon was ganz Nettes. Und 20 Robux, ich glaube, das sind umgerechnet ca. 20 Cent. Also, gut, ich habe. Was ist mit dem Auto? Gut, zwei Raptoren sitzen im Auto. Ne, die Raptoren, die können sich drauf. Was hat. Alter, was habt ihr mit dem Auto gemacht? So verbuggt hab ich's ja noch nie gekriegt. Der Reifen ist da. How did you do it? Quatsch. Nein. Ja, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich finde es gut zu sehen, dass es. Also, ein paar Freunde von mir, die feiern, dass ich das mache. Roblox-Freunde. Ein paar Deutsche, ein paar Englische. Weil ich kann. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich Englisch relativ gut kann. Let me guess. Ich sitze jetzt an dem Spiel. Seit. Einer Woche. Ja, fünf Tage.
Ja. So, ich schnapp mir jetzt ein Auto, oder habe ich schon ein bisschen was gezeigt? Ich gehe noch nicht zum Indoraptor. Ich zeige euch erstmal. Ach, übrigens. Der Indoraptor und der T-Rex, die können beide. Die haben beide Geräusche. Der T-Rex, der schreit wie im Film. Und Junge, geh doch weg. Wir haben ja extra viele Autos. Jetzt geht erstmal zum Aviary, also der Vogelkäfig übersetzt. Ach, Marvin, ernsthaft. Kleiner Spoiler, irgendwann wird es auf jeden Fall Indominus Rex geben in meinem Spiel. Bitte, für die, die es interessiert, also die anderen haben wahrscheinlich schon längst weggeklickt. Indominus Rex wird kommen, aber das wird was länger dauern, weil es im Moment, glaube ich, kein Modell gibt, das qualitativ hochwertig ist. Ja, aber das halt dieses Vogelhaus gibt es im zerstörten Stil. Hier, wo der Indominus Rex durchgerannt ist, wo man gut rein kann. Und dort oben am Dach ist auch ein Loch. Ja. Ich finde, es ist, na klar, man kann es besser machen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass man es wiedererkennt. Naja, vor allem, man erkennt es oder so wieder beim Namen schon vom Spiel Jurassic Land. So, jetzt geht's aber ab in den VIP-Bereich. Zum Indoraptor kommt ihr nicht ohne den VIP-Pass. Der ist hinter einer Tür, die darauf eingestellt ist. Eine schöne Brücke gebastelt und so. Ja. Jetzt bin ich auf den Stein drauf gefahren, na toll. Access only for VIP, also Zutritt nur für. Ah, da kommt er auch schon. Ja, du hast gemerkt, dass ich hier bin, ne? Aggressives Tier. Ja, hört ihr es? Ich weiß nicht, ob das laut genug ist. Hallo. Der verfolgt mich und der macht auch. Wie viel mehr Schaden machst du? Fast halbe Leben. Wir regenerieren natürlich. Also, ja, im Endeffekt ist dieser Raum nur zum Späße machen, aber das ist der mit am besten programmierteste Dino halt. Weil, der läuft, wie soll man sagen? Der läuft mit mehr Stil durch die Gegend, also der ist realistischer unterwegs, der bewegt sich realistischer durch den Käfig. Und, gut, der, klar, in echt ist der schneller, aber der ist sehr kompliziert, was das Modifizieren angeht. Ich musste seinen Lautstärke auch runterstellen. Alter, vorher hat er einen angeschrien wie der Geist in Phasmophobia. Wenn er dann mal was gesagt hat, ne? Ja. Am Anfang war die Idee, dass man mit dem, mit diesem Pack, dass man sich damit, den als Haustier kaufen kann, nämlich sich draufsetzen kann und damit fahren kann, wie als wäre es ein Auto. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe wirklich lange daran gesessen. Was war das gerade? Kamerabug. Also, ja, das war's so. Hier in dieser Tür ist eine extra Wand für VIPs. Das sieht man halt nur nicht, weil die ist, glaube ich, ja, ja, stimmt, für mich ist die nämlich unsichtbar, weil ich bin ja VIP. Jetzt bleibt da drinne. So, und ich glaube, ja, so von der Map her war es das auch, überall schön Bäume platziert. Eigentlich gab es auch Wasser in jedem Gehege, leider haben die NPCs da immer noch rumgebackt. Da waren gute Momente, als der T-Rex nicht nur sich im Kreis gedreht hat, wie er es jetzt halt auch macht, was kein Bug ist, sondern was eigentlich programmiert ist, sondern als er hat auch in diesem Wasserloch hing und sich über Kopf gedreht hat und all so ein Kram, das war verrückt.
Er verlässt ihn mit langweilig. Ja, ich konnte mich jetzt nicht mit denen befassen. Ich wusste nicht, dass sie mir jetzt beitreten. Weil ich wollte halt jetzt ein Video aufnehmen. Das weiß auch eigentlich keiner. Ja. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare oder irgendwo, was haltet ihr von dem Spiel? Und schreibt Ideen rein, was ich programmieren könnte. Natürlich soll es dem Thema entsprechen, ja. Eine ganz wichtige Sache. Und zwar ein Freund hat mich darauf angesprochen, dass eventuell, ich meine, es sind nur 20 Robux, ne, aber dass es zu wenig wäre und sich nicht lohnen würde, den den VIP-Zutritt zu kaufen. Wobei, ich finde es schon ganz witzig, so durch den Käfig da bei dem zu laufen. Und ich finde es auch schön, so eine kleine extra Markierung im Chat zu haben. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ja. Die Server, die resetten sich, sobald ich das Spiel verlasse. Also alles gut. Vielleicht baue ich auch noch automatische Server-Restarts jede halbe Stunde oder so ein. Weil, falls es irgendwann mal zu einem bekannten Spiel wird, dann werden wahrscheinlich Server immer leicht belastet sein. Aber ich glaube, ich denke mal nicht, dass es so weit kommt, auch wenn ich es gerne so hätte. Ja, Spawnpunkt ist um ein Helipad. Eigentlich hatte ich auch noch Helikopter, leider haben die mir irgendwie nicht so ins Spiel gepasst. Ich habe einen gefunden, der wie aus Jurassic World war, diesen ACU Helikopter Einsatz und Betäubungs- und Transporttrupp. Aber das war ja, ich muss mich nochmal umgucken nach einem Heli. Ja, wie gesagt, Leute, ich freue mich über euer Feedback. Bitte nicht haten. Nö, ich weiß nicht. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich werde dieses Spiel auch nie vergessen. Jetzt schon. Ich meine, ist viel Arbeit reingeflossen und es ist halt, so wie es mir gefällt und hoffentlich auch noch ein paar anderen. Ja. Also, ne. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like und ein Abo da. Wäre mega nice. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, die irgendwann in einem Monat vielleicht wieder kommen. Ne, vielleicht habe ich es auch früher. Mann! 2 Minuten WhatsApp. Ne. Supportet mich, bitte. Ihr könnt mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder mir einfach so über dem Spiel einfach über mein Profil beitreten. Weil das Spiel könnt ihr mit dem Namen noch nicht finden. Das ist dafür nicht bekannt genug, weißt du. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Abo, Glocke. Und ja. Ihr seid eine coole Socke. Nee. Ja, doch. Aber der Spruch ist von jemand anderem. Deswegen. Ja, ist auch nicht mein Stil. Haut rein. Ciao, ciao. Nee, das geht besser. Haut rein. Ciao, ciao. Ja.